Der Täter ist festgenommen. So jedenfalls lautet die aktuelle Meldung zum aktuellen Hackerangriff. Wollen Sie mehr wissen? Lesen Sie den Bericht dazu und schauen Sie sich diesen Film an. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Jochen Dresch. Zum Thema des aktuellen Hackerangriffs. Der Täter oder besser gesagt der Tatverdächtige ist gefasst worden, aber wieder auf freien Fuß. Ist angeblich ein 20-Jähriger aus Mittelhessen, der noch bei den Eltern lebt. Er hat das Ganze durchgeführt, weil er sich über die Politik geärgert hat, hat er sich gesagt. Und ansonsten wahrscheinlich ein bisschen Spaß an der Sache gehabt. Wie es aussieht, ist es relativ einfach durchgeführt worden, also nicht mit großem Aufwand und auch nicht richtig professionell. Der Hacker ist auch ein Amateur, wie man festgestellt hat. Immer unter der Maßgabe natürlich, dass der Tatverdächtige auch der Täter ist. Er hat das gemacht, er hat das über Monate gesammelt und dann die von ihm geklauten Daten ins Netz gestellt. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist erst einmal damit die Sache geklärt. Aber ich mache mir die Sorge, dass damit eigentlich auch das Bewusstsein, wie gefährlich solche Hackerangriffe sein können, wieder abnimmt, eigentlich aus der Lebenswirklichkeit, der täglichen Lebenswirklichkeit verschwindet und alles so weitergeht, wie es bisher war. Die Aufgabe, die uns aber trifft, bewusst zu machen, dass das eigentlich jeden Tag wieder passieren kann und es nicht unbedingt daran liegt, dass da der Staat versagt, dass die Behörden nicht unbedingt funktionieren, sondern die ist die erste Aufgabe eines jeden Bürgers, zu schauen, dass seine Daten gesichert sind, dass er verschlüsselt seine Mails verschickt, dass er nicht leichtfertig seine Daten preisgibt. Das ist die wichtige Botschaft, die wir hier behalten sollen. Wenn Sie Fragen ansonsten haben, Sie können mich gerne anrufen. Rufen Sie an unter 0308 85 9770 oder füllen Sie das Kontaktformular auf, das Sie auf dieser Seite finden. Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung, wenn Sie ein Problem haben und wissen möchten, ob und wie wir Ihnen gegebenenfalls helfen können. Danke sehr. Thank you.